Was gehört zu einer gesunden Ernährung? Woher kommen die Lebensmittel und wie bereitet man sie zu? Damit das schon die Kleinen lernen, werden 126 Grund- und Förderschulen in Schleswig-Holstein kostenlos mit Obst und Gemüse beliefert. Finanziert wird das Programm vom Land und der Europäischen Union. In der Schule Vogelsang im Kreis Plön organisiert Lehrer Torben Antritter die Verteilung. Ich sehe hin und wieder Kinder, die kein Obst, kein Gemüse mitbekommen, die Bonbons bekommen, die Nutella-Brot auf weißem Brot bekommen. Und da habe ich gesagt, wir müssen was tun, was wir alle Kinder erreichen, die keine Chance haben, vielleicht Obst, Gemüse zu bekommen, hier auch das gesunde Essen wirklich direkt vom Erzeuger bekommen können. Als Lieferanten aus der Nachbarschaft hat die Schule die Obstquelle an der Rastorfer Mühle gewonnen. Auf 7 Hektar Land wachsen hier 100 verschiedene Apfelsorten. Doris Schuster leitet den Familienbetrieb in dritter Generation. Für insgesamt 380 Schüler erntet sie gerade die Sorte Alkmene. Den mögen Kinder in der Regel sehr gerne, weil er fest, saftig, lieblich ist. Also ein bisschen säuerlich, aber halt überwiegend süß ist. Zum Schulobstprogramm gehört auch, dass die Kinder das Thema gesunde Ernährung im Unterricht besonders intensiv behandeln. Das finde ich so gut, dass Kinder das wirklich auch probieren, auch wenn es so eine kleine Sache ist. Wenn sie vorher sagen, ich mag das nicht, aber es sieht ja gut aus, ich probiere es trotzdem mal. Und auf einmal kann es sein, schmeckt doch gar nicht so schlecht. Ne? Für Torben Antritter und seine Klasse ist ein Besuch der Obstquelle schon fest geplant. Dann können die Kinder selbst erleben, wie ihre Äpfel vom Baum in die Klasse kommen.